Viel zu wenig Lernpunkte. Ich glaube, ich gehe mal zu den Wassermagiern. Und dann lerne ich die erste Sprache. Vielleicht kann ich das schon lernen. Warum liegt hier schon wieder ein Degen rum? Und wenn ich die erste Sprache erlernen kann, wäre es ganz gut tatsächlich. Denn dann kann ich tatsächlich was wollte ich sagen? Dann kann ich nämlich tatsächlich hier ein bisschen Leben und sowas reinhauen. Gewagt. Till ist bestimmt easy. Hey, du! So. Dann pullen wir mal ein Gob. Halt. Haben wir hier nicht sogar noch was Leichteres? Ran hier. Danke. Machen wir es mal so. Shit. Okay. Dann machen wir es doch über den Zauber. Das ist mir zu... Also... Sonst dauert mir das einfach zu lang. Und für was haben wir die? Ernsthaft. Gar nichts. Hier. Kronstöckel. Gut. Na komm. Außenrum. Gut, dann kümmern wir uns mal um die Banditen. Jetzt bist du dran. Ein Kampf. Okay. Dann gönnen wir uns mal einen Trank. Ah.
Jetzt bist du. Bromors goldene Schale. Wer ist Bromor? Who the fuck is that? Okay. Steintafel, Pfeile, Bogen. Da liegt noch ein Degen. Dann haben wir hier zwei Truhen. So, grobes Beil, Pech, Käse, alles her damit. Lucias Abschiedsbrief, Schinken, Wargfell, Wasser, Fell eines Schattenläufers, Trank, Reptilienhaut, gut. So, mittlerweile müsste man da jetzt schon einige Informationen auch haben für den Verbleib der ganzen. Fernando, genau, mit dem handelt er. So. Nachricht. Okay, das war die Nachricht. Wir waren Eldritch, wir waren das. So. Zu den Magiern wollte ich, deswegen gehen wir da auch hin. Und bei den Magiern kann ich dann eventuell tatsächlich die Sprache lernen, dass ich wenigstens Rang 1 schon mal machen kann. Wenn ich hier alle, hier Lebensenergie, da habe ich 3 Stück, Mana habe ich 3 Stück von Rang 1, einmal Bogenschießen, einmal Geschick. Da habe ich noch Einhandkampf 1, Zweihandkampf 1. Wenn ich dann wirklich diese Sprache dann schon lernen kann, das wäre richtig geil. Und es gibt mir dann doch schon einen großen Bonus. Bieten aber mal wieder. Ein Stärke, jawohl, ja. Und wir heilen uns mal. Nice. Heilkraut, Heilwurzel, Pudlerfleisch. Jetzt haben wir 12 Mana, das ist ja nice.
Es wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass wir irgendwann mal auf 15 Mana kommen würden. Dann könnten wir nämlich auch mal drei Spruchrollen zaubern. Aber aktuell haben wir nicht mehr gute Schriftrollen, die es sich lohnen würden. So. Und dann waren wir schon mal bei den Wassermagiern. Ich glaube nämlich noch nicht. Nee, da waren wir noch nicht. Auf jeden Fall werden wir jetzt wirklich häufig beten. Denn die Stärke und Geschick, was wir davon bekommen, das ist ganz gut. So. Steintafel, hier geht's hin zu dem Magier. Frodel. Ich dachte, da wären die Magier. The One Hit. Steintafel, alte Münzen, Lebensenergie. Da ist nichts zu holen. Jeder Punkt Lebensenergie ist gut. Das gefällt mir jetzt weniger. Dass hier Goblin-Skelette sind. Jetzt nicht gegen die schaffen. Das ist ein Schinken, den müssen wir uns aufbewahren. So. Okay, einzeln gehen sie aber tatsächlich. Da sind sie jetzt wirklich weniger das Problem. Einzeln.
Weil sie mich... Alter. Boah. Mistviecher. Blöde. Oh nee. Oh nee, Spiel. Oh nein. Hast du dich jetzt wirklich aufgehangen, Spiel? Ja. Hast du dich jetzt beruhigt? Danke. Gut. Da muss man halt so ein bisschen gegenwirken. So, im Normalfall geht man dann, glaube ich, hier, wo ich jetzt hingehe, Kapitel 2 sowas erst hin, weil die Gegner hier einfach zu stark sind. Ich will ja da eigentlich auch nur hin, um zu lernen. Und dann würde ich wirklich sagen, wir gehen woanders hin. Ich hoffe, wir können hier was lernen. Bist du Saturas? Ich hoffe nicht. Oh. Bist du denn von Sinnen? Mach, dass du hier rauskommst. In diesen Gewölben ist es zu gefährlich für Möchtegern-Abenteurer. Aber sag mal, kenne ich dich nicht? Natürlich, du Mistkerl. Glaube ja nicht, dass ich vergessen habe, wie du uns betrogen hast, damals, im neuen Lager. Du hast unserem Erzhaufen alle magische Macht entzogen und dann bist du einfach verschwunden. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Es war notwendig. Ohne die Macht des Erzes hätte ich den Schläfer niemals besiegen können. Was ist das für ein Gefasel? Schläfer? Besiegt? Hast du eigentlich die leiseste Ahnung, was du da getan hast? Du hast das Gefüge der Magie derart durcheinandergebracht, dass es bis nach Korinis zu hören war. Du kannst von Glück sagen, dass die Barriere eines Tages einfach in sich zusammengefallen ist. Worüber beschwerst du dich dann? Hat doch alles gut geklappt. Hüte deine Zunge! Was zum Henker willst du hier überhaupt? Da du dir ohnehin nicht nehmen lassen wirst, auch die anderen Magier von ihrer Arbeit abzuhalten, kannst du einem von ihnen auch eine Nachricht von mir überbringen? Sag Riordian, dass ich ihn hier bei mir zu sehen wünsche. Er hält sich im hinteren Bereich des Gewölbes auf. Du wirst ihn schon finden. Jo. Liegen hier noch irgendwelche Steintäfelchen rum? Der Versorger Riordian. Wo ist er denn? Da ist er eh schon. Hey! Was machst du da? Ich erforsche die Kultur des alten Volkes. Aus den Inschriften geht hervor, dass sie lange vor unserer Zeit lebten. Ich weiß noch nicht genau, wann sie diese Hallen errichtet haben, aber ihre Zivilisation war weit entwickelt. Sie haben jenseits der Berge eine Stadt errichtet und einen Tempel für Adanus. Eine verlorene Stadt auf der Insel von Korinis? Ja, bisher haben wir in dem Glauben gelebt, die ganze Insel zu kennen. Wir sind davon ausgegangen, der komplette Nordosten der Insel wäre ein gewaltiges Bergmassiv. Doch
Wir haben uns geirrt. Hinter diesen Bergen liegt ein Tal. Dort befand sich die Stadt des alten Volkes. Nur zu gerne würde ich die Bauwerke der Stadt sehen, aber wahrscheinlich sind sie längst zu Staub zerfallen. Wie alt schätzt du den Bau hier? Nun, ich kann nichts Genaues sagen, aber er muss schon mehrere hundert Jahre alt sein. Saturas wünscht dich zu sehen. Ist er mit seinen Nachforschungen schon weitergekommen? Dann werde ich sofort zu ihm gehen. Wenn du mehr über diese Anlagen erfahren willst, sprich mit Nefarius. Er befindet sich weiter hinten in diesen Gewölben. Okay. Nefarius. Womit denn? Geht's da runter? Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich hätte das anders gemacht. Zack. Ich hab mir das schon gedacht. Ich hätte das anders gemacht. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Ich erzähl dir doch nichts Neues. Nefarius, hier sehe ich gerade was. Womit denn? Der musste es ja besser wissen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Da ist noch ein Runentisch, aber da können wir eh nichts mit anfangen mit dem Runentisch. Wenn er das nicht sieht, kann ich so, reden wir erstmal mit allen. Hey, ich will unbedingt lernen, diese Sprache zu reden, zu lesen. Und das brauche ich von dir. Komm her. Alles klar? Ganz schön mutig von dir, hier einfach so rein zu spazieren. Ach was. Davon lasse ich lieber die. Was machst du hier? Ich studiere die Sprache der Erbauer. Die Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis des alten Volkes. Jeder von uns muss sie erlernen. Sonst wäre diese Expedition beendet, bevor sie überhaupt angefangen hat. Die Erbauer haben Steintafeln benutzt, um ihr Wissen weiterzugeben. Leider sind viele davon zerbrochen oder wurden schon vor langer Zeit gestohlen. Was steht denn so auf diesen Steintafeln? Sie erhalten das gesammelte Wissen des alten Volkes. Manche von ihnen erhöhen auf magische Weise das Wissen über Kampf und Magie. Für jemanden, der die Tafeln lesen kann, sind sie ein wahrer Schatz. Meinst du, mir geht es besser? Kannst du mir das Lesen der fremden Sprache beibringen? Tja, warum eigentlich nicht? Ich gebe gerne mein Wissen an dich weiter. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Danke. Lehre mich die fremde Sprache. Fangen wir erst einmal einfach an. Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Texte, die in der Sprache der Bauern geschrieben sind, handeln in der Regel von weltlichen Belangen wie Arbeit, Liebe oder die Beschaffung von Lebensmitteln. Es war die gemeine Sprache der Stadt. Die meisten Texte, die man hier findet, wirst du damit verstehen können. Ist das wirklich wahr? Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Hoffen wir es. Guck mal. Ich habe so einiges gehört. So. Wir haben ja ein paar. Meinst du, mir geht es besser? Kann ich tatsächlich lesen. Die Kaste der Krieger hatte den Zorn unseres Gottes heraufbeschworen. Radimes, der Nachfolger Quaodrons, wurde gebannt. Aber seine böse Macht erreichte uns selbst und seine Verbannung noch. Wir waren machtlos dagegen. Adalos Zorn hatte ihr Kind da getroffen. Sag nicht, dass das sind alle acht. Okay, das sind alle acht Dinge. Ist das wirklich wahr? Das kann ich nicht lesen. Okay, alles klar. Wir können nur die Einser lesen. Von mir erfährt keiner was. Davon lasse ich lieber die Finger. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich hätte das anders gemacht. Ich habe mir das schon gedacht. Ich wäre mir da nicht so sicher. Das wundert mich nicht. So. Ich wäre mir da nicht so sicher. Unser Charakter ist jetzt wirklich ein bisschen stärker geworden. Mehr Leben. 200 Leben haben wir jetzt tatsächlich.
bisschen mehr Geschick, ein bisschen mehr Stärke, ein bisschen mehr Mana, mehr Einhandkampf, mehr Zweihandkampf, mehr Bogenkampf, mehr Armbrustkampf. Das ist ganz, ganz gut. Das nächste wird 10 kosten, gehe ich mal davon aus. Lehre mich die fremde Sprache. Die Sprache der Bauern kennst du ja bereits. Die Sprache der Krieger ist schon etwas schwieriger. Texte, die in der Sprache der Krieger geschrieben wurden, handeln meistens von Waffen und dem Krieg. Du wirst einige für dich nützliche Dinge dort erfahren. So viel haben wir aber gar nicht. Zweier. Meinst du, mir geht es besser? Deswegen lernen wir das erst irgendwann. Die letzte Sprache lassen wir uns kostenlos beibringen von einem Einwohner aus Jakenda. Ich habe was anderes gehört. Hey. Kronos. Kann ich kurz stören? Du bist es. Dass ich dich noch mal zu Gesicht bekomme, hätte ich nicht gedacht. Ganz schön mutig, dich noch mal bei uns blicken zu lassen. Es gab Zeiten, da hätten wir dir glatt das Fell über die Ohren gezogen. Du kannst froh sein, dass das schon ein paar Wochen her ist und sich alle wieder beruhigen konnten. Was machst du hier? Meine Aufgabe besteht darin, mehr über die Wächter des Tempels herauszufinden. Das ist schon ein harter Brocken, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Steinwächter haben eine mir völlig fremde Eigenschaft. In einem Moment stehen sie völlig leblos herum und im nächsten Moment stürmen sie wie besessen auf dich los. Ich habe ihre treibende Kraft noch nicht bestimmen können, aber eins ist sicher, sie ist magischen Ursprungs. Erzähl mir mehr über diese Steinwächter. Viel kann ich dir bisher noch nicht sagen. Wir haben sie leider zerstören müssen. Jetzt sind sie ungefährlich. Als wir hierher kamen, haben sie uns angegriffen. Wir konnten sie nur mit vereinten Kräften besiegen und ich befürchte, dass hinter dem Portal noch mehr davon auf uns warten. Es muss einen Weg geben, ihre treibende Kraft zu bannen, sodass sie nichts weiter sind als Statuen und das auch bleiben. Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Warum nicht? Wenn ich mich recht erinnere, haben wir damals schon gehandelt. Sag mir, was du brauchst. Windhosi. Ach, macht doch keinen Schaden. Eislanze. 100 Schaden. Da hat er 5-mal. Okay. Bei der Arbeit? Diese Gewölbe sind mir ein einziges Rätsel. Unvorstellbar, dass sie bisher noch niemandem aufgefallen sind. Wir konnten den Eingang mühelos freilegen. Die Menschen sind so sehr mit ihrem täglichen Einerlei beschäftigt, dass sich niemand dieses Bauwerk näher angesehen hat. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Was ist deine Aufgabe hier? Ich versuche herauszufinden, wohin uns dieses runde Portal führen wird. Außerdem helfe ich Nefarius bei der Suche nach dem fehlenden Ornament. Sicher ist, dass das Portal zu einem Teil der Insel führt, den wir noch nicht kennen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals davon gehört oder gelesen zu haben. Ihr wollt tatsächlich durch das Portal gehen? Sicher. Vorausgesetzt, dass wir das fehlende Ornament finden, versteht sich. Ich gebe zu, es ist schon eine etwas riskante Angelegenheit. Aber wir müssen unbedingt herausfinden, was es mit diesen ständigen Erdbeben auf sich hat. Was weißt du über die Erdbeben? Irgendetwas auf der anderen Seite löst sie aus. Vermutlich ist diese Quelle auch verantwortlich für das Erwachen der Steinwächter. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Saturas und Kronos können dir sicher mehr darüber erzählen. Was glaubst du, werdet ihr drüben finden? Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich vermute, dass es auf der anderen Seite ein ähnliches Bauwerk wie dieses gibt und ein Gegenstück zu diesem Portal. Alles Weitere werden wir sehen, wenn wir da sind. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Wenn wir erstmal drüben sind, stehe ich dir zur Verfügung. Okay, dann reden wir noch mit Nefarius. Hey! Wie sieht's aus? Was machst du denn hier? Das ist ja eine Überraschung. Ich dachte, man hätte dich getötet. Beinahe.
Es gab einen riesen Wirbel um dich, weißt du das? Ich habe Saturas kaum wiedererkannt, so außer sich war er wegen der Sache damals. Was ist das für ein Portal? Wir vermuten, dass es in das verlorene Tal führt, in dem die alte Kultur ihre Stadt gehabt haben muss. Aber der Stein hinter dem Portal besteht aus meterdickem, massiven Fels. Auch gibt es keine Anzeichen für Teleportationsmagie. Sehr mysteriös. Weißt du schon, wie man es aktiviert? Eins der fehlenden Ornamente scheint eine Art magischer Schlüssel zu sein. Wir werden es brauchen, um weiterzukommen. Es muss genau in die ringförmige Vertiefung neben dem Portal passen. Hat das Ornament nicht Laris? Dachte ich zumindest, dass er das hat. Egal, wir können die Sprache lesen. Mehr wollten wir hier nicht. Mehr wollten wir halt wirklich nicht. Können wir halt Tafeln Nummer Uno können wir jetzt erlesen. Und vielleicht finden wir ja noch ein paar Einser hier. Wir werden bestimmt sehr viele finden drüben hey, auf der anderen Seite. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Damit du noch mehr im magischen Gefüge herumfuschen kannst? Nein, für solche Späße habe ich jetzt keine Zeit.